Meine Lieben, dieses Bild von meiner Priesterweihe hier, es wird jetzt demnächst 22 Jahre alt. Wahnsinn, wie die Zeit vergeht. Es war damals einfach nur ein wunderschöner Tag, ein großes Fest im Dom und vor allem auch daheim dann mit meiner Heimatgemeinde. Damals war noch nicht die Rede von der großen Krise der Kirche, wie sie heute in aller Munde ist. Das hätten wir uns so nicht vorstellen können. Es war einfach nur eine wunderschöne Zeit damals vor 22 Jahren. Aber dass es nicht immer nur Festzeiten gibt, dass es nicht immer einfach ist, diesem Jesus nachzufolgen, davon erzählt er selber im Evangelium dieses Sonntages. Er spricht von der Herausforderung und davon, dass der Lohn nicht unbedingt im irdischen Sinne großartig ist. Und trotzdem, gerade dieses Evangelium in schwierigen Zeiten macht mir Mut, zeigt mir, worauf es eigentlich ankommt, zeigt mir sogar, wie wir heute neu glaubwürdig für die Menschen Kirche sein könnten. Ich werde davon erzählen, an diesem 13. Sonntag im Jahreskreis, um 8.30 Uhr in der Walder Schlosskirche und um 10 Uhr und um 11.30 Uhr in Feichten in der Pfarr- und Wallfahrtskirche bei den Gottesdiensten in der Predigt. Der Gottesdienst um 11.30 Uhr wird auch wieder live übertragen im Regionalfernsehen Oberbayern und auf unserem YouTube-Kanal. Ich würde mich freuen, wenn viele auch diesen Sonntag wieder mit uns feiern würden.